Ja. Eine Pfeffermühle, Kühlschrank. Eine Lampe. Hier ist was los, Alter. Ach, Cambridge, na klar, hier, diese Vollspackers von der Bruderschaft machen hier wieder einen auf dicke Hose. Die kriegen es nicht gebacken gegen so ein paar. Wie soll ich sagen? Schule mit, werden nicht mit ein paar Bullen fertig. Das kannst du nicht glauben. Ehrlich. Ja? Die haben nur Probleme. Na komm, komm. Ich bin gerüstet für den Krieg. Du bist ruhig. Apropos, wir haben gar keine Waffe ausgerüstet. Doch. Impro. Quatsch. Mollys. Ihr wollt mich jetzt gerade verarschen, oder? Hier, der Postbote. Mit knusprig Eichhörnchen. Das habt ihr euch vielleicht so gedacht, hä? Hier den Bossboden und sein knusprig Eichhörnchen klauen. Gebe ich so eins mit, ne? Dass du mich ja beißen, ey, was geht's los? Denn sowas, ey. Beißt mich der blöde Hund. Hm? Ach, du blödes Mitstück. Ich lieg zwischen ihr, ne, ich lag neben ihr. Aber in einer gewissen Position, in der Nähe jedenfalls davon. Es war egal. Aber die blöden Hunde noch. Aber nachladen? Oh, welche Mülltonne. Es ist eine Bossbotin. Au. Ich war da draußen im Nirvana. Ich habe sie beide erwischt. Nee, doch nicht. Die Kronkorken und die Zigarette. Scheiße. Auch noch. Hm? Erwischt mich nicht nochmal. Ein Hundehalsband, natürlich. Campbell Steiner. Was? Was? Habe ich irgendwo ein Echo? Zielen und abdrücken, anstatt hier große Reden schwingen, du Arschloch, du dummes du. Kann man nur so blöd sein?
Ja, sich hinstellen und einen vom Pferd erzählen. Man muss es auch tun. Burpen. Naja, was soll's. Kleinvieh und so. Wo bin ich hier nur hingeraten? Was ist das für ein Saftladen hier? Oh, shit. Wie geht's halt weiter, hä? Nur nach oben. Das ist ein Parkhaus. Lass das nicht einfallen, ey. Jetzt sag mal, wo kommt denn die alle her, ey? Ihr müsst ein Nest sein von euch, Viecher. Das kann's ja wohl nicht wahr sein. Das kann's ja wohl nicht gewesen sein. Brahmine. 5 Grundkorken. Was haben wir hier? Häng den Kopf. Lass den Kopf nicht hängen, mein Freund. Kentel Hospital will ich gar nicht, interessiert mich nicht. Nicht die Bohne. Kristall, Liquid, Dekanter, Schraubenzieher, Chessboard. Ach, ein Käse-Dingsbums. Eine Käseplatte. Chessboard. Ach nee, Schachbrett. Chessboard, Schachbrett. Oder? Kommode, leer. Nuka-Cola-Automat, geplündert. Schade. Das bin ich. War dagegen. Ich gehe mal kurz hier hoch. Die Aussicht genießen, was? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Oh, ja, nicht immer die gleichen Stimmen. Wer ist da? Ich nicht. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Ja, natürlich. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. So ein kleines Hirn hat wie ein Raider, ne? Hier. Schick doch einen mit. Komm raus. Mach ich's kurz. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Ich werde dich finden. Oh, deiner. Oh, erste Hilfe auch noch. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Wahrscheinlich habe ich deine Tante gerade leer gemacht. Das tut mir aber leid, ehrlich. Das war immer eine Ampel. Was, so ein halber Bus? Wer? Hab ich hier mal die kurz die Fratze weg. Das tut mir aber leid. Ehrlich. Ich meine, wer hätte denn ahnen können, dass du so zart beseitigt bist? Mia culpa. Meine Schuld. Aber ich hätte vielleicht nicht so fest zuschlagen sollen. Naja. Naja. Guck mal, hier. Bis auf die Kippe, die brauche ich nicht. Einmal schlafen, ist alles wieder okay. Scheiße, was war das? Ich weiß nicht. Jemand da? Bin ja mal noch was gekochtes am. Ich bin gerade bei der Kochstation. Und ich habe nicht gespeichert. Aber geschlafen habe ich. Da macht er automatisch. Genau. Ich könnte ja auch noch mal mit ein bisschen paar Mollys rumwerfen. Aber ich habe nur noch 2 Stück, glaube ich. Ne?
Die unaufhaltsamen. Die unaufhaltsamen. Klar, natürlich. Diese Waschlappen. Ich bin unterwegs. Ach, Wichser. Raiders, das sind solche Waschlappen, das glaubst du nicht. Was zum? Echt? Ja, schenke ich dir, Arschloch, du. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, machst du wieder zu. Meierlurk-Viecher. Ziehen wir's durch. Was? Wo? Wer? Ich? Das ist nicht Hangman's Alley, würde ich sagen, oder? Wenn ich jetzt sowas sehen könnte, wäre vielleicht einfacher. Achso. Den fallen durch, denn da verschieße ich dir jetzt halt die Eier weg. Ach, geht ja gar nicht. Du hast ja gar keine Eier. Ist wie ein Affe verschissen. Ach, Motherfuck. Ja, ich muss sparsam sein mit meinem Zeug. Ich kann nicht alle paar Sekunden Stimpack drücken. Das geht nicht, das kann ich nicht machen, ey. Warum stirbst du nicht endlich? Mach doch mal vor, du Miststück. Da oben. Ja, baller, baller, ey. Den machen sie auf. Hier, schenke ich dir. Ich fang gerade erst an. Oh, die gibt es frisches Huhn. Was soll ich nur damit tun? Komm schon, kleines Mädchen, ziehen wir's durch. Ich bin überlastet und kann immer gehen. Also wie ich. Oh, ich hab noch einen Molly. Ich wollte gerade meinen Molly werfen. Geile Scheiße. Hat
Ja. Na, du Räder abschalten. Das ging aber schnell. Muss mich mal kurz entschuldigen, ich bin 18 Pfund drüber. Die Kreuzschlüssel kannst du haben, brauche ich eh nicht. Die doppelläufige Schrotflinte. Hier kriegst du zwei doppelläufige. So. Apropos, nee, das kann ich nie machen, weil kann ich nie machen. Wie kommt man da aufs Dach hinauf? Sag mal an, Bruder, wie komme ich dann auf? Durch die Tür durch? Office Building. Irgendwann wirst du nachladen müssen. Ich muss nachladen. Im Moment jedenfalls nicht. Jemand da? Ja, ich komme schon. Das wird sicher lustig. Ja, das wird auf jeden Fall lustig, wenn der Osterhase kommt und die Birne vom Hals wächst. Den Billardkörper will ich nicht haben, ey. Ich will haben die 308, die Kronkorken und den Stimpack. Den Rest darfst du dir gerne kreuzweise. Von mir aus, quer. Du Lappen. Nach unten nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Alter Psycho. Knallt. Stock. Wie gehen wir da raus? Ich wollte eigentlich. Naja. Ich dusche, du warm Duscher, würde ich sagen. Ja. Aua. Oh. Gibt's sowas auch? Na, du weichgepanzertes Arschloch. Ja, hast du dir so gedacht, hä? Mit mir oder was? Hier ein kleines Tänzchen. Das kannst du dir mal gleich sowas von knicken, ey. Kreuzweise. Kommt man nicht rein, schade. Cracked Glass Bowl. Was für ein Pferd? Mal angucken. Nö, nee, danke. Oh, ne, den brauchen wir jeden Schrott. Also bin ich eh überlastet. Ich weiß, ich bin noch nicht mal in der Nähe von, nicht mal ansatzweise. Guck mal zu, die laufen Elend. Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht. Ich hab mal Alibi. Ich komm hier nichts mehr weg. Knallt sie alle ab! Dir was Stabiles und geh in Deckung! Gib mir Deckung! Ah! Ich habe keine Mollys mehr. Au! Ich hätte das einfach weglaufen sollen. Was rennst du, weichgespültes Arschloch, mir auch hinterher? Du hättest doch eigentlich wissen müssen, dass ich stärker bin wie du. Ne? Naja, Räder sind sowieso nie im Besitz ihrer geistigen und wie man gerade sieht. Ja, 556er hat er und Molly hast du auch dabei. Na komm her, du Arschloch. Schön, dass Arsch verfallen kann, ne? Es fängt gerade erst an.
Sag mal an. Oh. Gib einfach auf, Arschloch! Ich denke gar nicht dran. Ihr fritzt die Höllen zu. Guck mal, da ist gerade was Klon komme. Hier, bevor du zu deiner Waffe greifen kannst, habe ich dir das schon in den Schädel eingeschlafen. Die 38er nehme ich dir auf jeden Fall. Mehr hast du nicht dabei, eine Spielgranate vielleicht noch. Die Impro. Ist aber nichts wert, der Teil. Naja, mehr wie der Rest eigentlich. Leichtbau, 5,9. Du trägst zu viel, das war klar. Ja, ja. Dafür kriegst du was anderes von mir. 28 Automatik. Repetier 28. 10 mm ist mindestens 50 wert. Wen habe ich denn da? Der mit dem Kotschlüssel. Der Ländiger, das glaubst du jetzt nicht. Oh, Klingenkorn hat Arschloch auch bei. Eine was? Eine Testtupe. Whatever das sein mag. Eine Sackputze. Mhm. 5,3 Pfund vergattet. Behalt. Und zwar kriegst du von mir, wie wär's mit Raiderleder? Und du kannst Raiderleder doch haben. Hier, guck mal. Das passt dir. Ach du grüne Ahnung. Noch mehr von den Tüten. Du lebst noch? Mann, oh Mann. Ja, genau, ne? Kann man kaum glauben. Hä? Wo bist du? Da bist du. Das ging aber schnell, mein Freund. So schnell ins Gras gebissen, das glaubst du jetzt nicht. Hier kriegst du auch ein Räderleder von mir. Ist eh nix wert, der Rotz. Warum stirbst du nicht endlich? Weil ich nicht Raider heiße. Scheiße, hab sie verloren. Oh, guck mal, Plasma-Kartusche, 3,8er, 38er, ah. Mist. Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Hatte ich ja nicht gedacht, ja. Die Hotblade. Okay. Da kriegst du was von mir. Ganze 1 Pfund. Ja, das geht noch. Raiderleder. Hab ich wohl immer, ha? Sackkapuze. Hier, zweimal Sackkapuze. Die 38er, die 45er auf jeden Fall, den Schlagring. Raiderleder ist ja für so nichts wert, der Rotz. Die Impro-Pistole für 25, 4,2 Pfund. Ich habe mir eine Kochplatte mitgenommen. So. Was soll ich denn davon halten? Wo bist denn du? Hä? Ja. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich ja nichts sagen. Wo ist denn der Arschloch? Ach, da oben ist der. Sich das Problem ja nicht auch gelöst. Du kommst eh nicht rein. Wahrscheinlich einmal aus rumdackeln. Ich hab keinen Bock drauf. Ganz ehrlich.
Ich hab's gedacht. Aber nee. Was haben wir denn hier für ein Drum? Oh, Heiligsblech. Das glaubst du jetzt nicht. Ein Pfund. Das glaubst du nicht. Hier kriegst du auch ein Lederkombi. Der steht hier gut. Wen haben wir denn da? Den Penis. Einen Siedler. Mit dem Rack. Eine Impropistole, Flanellhemd und Jeans. Räder, Leder, hier Hirschleder-Outfit. Dein Ärmchenlichter. Sowas aber auch. Ehrlich. So. Das Problem hätten wir auch gelöst. Raiderposten überrannt. Wer bist du Hallo, jetzt? Bitte, du musst mir helfen. Ich muss gar nichts. Was machst du hier? Was machst du hier? Sie haben mich erwischt, als ich Wache geschoben habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich bald töten werden. Bitte, du musst mir helfen. Warum muss ich dir helfen? Befreien. Keine Sorge, ich hol dich hier raus. Oh mein Gott, danke. Verschwinden wir. Oh, guck mal, da ist Munition. Schrotpatronen. 280 Stück. Ja. Einmal gepennt. Was ist denn los? Du nicht mit mir reden wollen? Entschuldigung. Alles klar. Also wenn du kein Problem hast, dann weiß ich auch nicht. Ne, hier oben waren wir schon, ne? Komm mit, bevor ich noch hier, ach, das ist der Vogel von dem Wasserlicht. K, wo sind wir eigentlich gerade? Da muss ich hin. Alter, sind nur noch ein paar Straßen bis dahin. Rechtsbüro, natürlich, dem Bachmann hat das gefallen. Klar, natürlich. Also gut, geh mal nach Hause. Ich will denn mit Preston reden? Wer bin ich denn?